Moin und herzlich willkommen zurück. Assassin's Creed Part 2. Es geht weiter. Uns wird jetzt erstmal erklärt, was hier los ist. Im Zelda-Menü kannst du deine Position, die Rangbelohnung sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Das ist ja Talos, die alte Backpflaume. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden. Bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Alles klar, Talos hat Level 5. Machen wir mal weiter. Weiter, habe ich gesagt. So, zurück. Alter Schwede, was geht? Ein Kampf mit Talos. Quest verfolgen. Nö, nö. Da müssen wir erstmal ein wenig schwere spartanische Brust. Alter. Geil. Inventar. Die Brust. So. Meine jetzige hat 6 Rüstungen plus 4 Kriegerschaden. Und die hat plus 4 Jägerschaden. Wie sieht denn die aus? Die sieht ja aber viel geiler aus, ne? Als dieser komische. Okay, damit mache ich denn. Ja, ne, ich mache aber Kriegerschaden. Kriegerschaden ist immer besser. Und wenn ich die anlege, wie viel habe ich denn Attentäterschaden? Hat sich nichts verändert. Ne, Kriegerschaden ist immer besser. Also. Persönlich würde ich jetzt erstmal so sagen. Wir können das Geld eintreiben, genau. Treibe das Geld von einem Händler in Sami ein. Gut, dann machen wir das, ne? Haben wir hier auch eine Karte? So, Quest. Schulden eintreiben. Ah, die verfolge ich schon. Alles klar. So, wie können wir denn da ein bisschen mal reinzoomen? Aha, okay. Hungrige Götter. In den Fußstapfen der Götter Schulden eintreiben. Alles klar. Gut, zu dem Zeichen müssen wir dann hin. Wird das denn angezeigt hier auf dem Kompass? Ich weiß, das war irgendwie Richtung Norden. Ah, da hinten ist es ja. Okay. Ba, 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 ba. So, Fettchen, wo bist du? Fettchen, ach da. Und los. Und los. Ah, siehst du. Also, da oben ist die. Welche Statue war das noch? Die Zollstatus müsste das sein, ne? Ja, die Zollstatus. Also gut, man kann jetzt gedrückt halten und das Pferdchen reitet uns direkt zur nächsten Quest. Ihr seht ja schon, 120 Meter nur noch Sami entdeckt. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz stopp, Alter, hey du. So, jetzt wollte ich aber mal ganz kurz hier mal ein bisschen genießen, würde ich sagen, oder? Mal sehen, wie so die Stadt ist. Na, was hat Stadt? Doris wird bei seinem Geschäft sein. Oh, was ist das? Kann man da absteigen? Wie steige ich ab? Nein, wollte ich nicht. Absteigen. Siehste. Interagieren. Söldnerarbeit. Ah, das ist wie so eine Questtafel. Ne? Ja, steht ja auch da. Nachrichtentafel. Okay. Alexios hatte gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Ilios, ein Rüstungsschmied aus Kapalinia, braucht Wolfsfälle für den Krieg und er wusste, dass Alexios ihm besorgen könnte.
Kann man ja aber mal annehmen nebenbei, ne? Gut. So. Da sind wir. Alex. Kollege Schweißfuß, rück raus. Hallo, Doresh. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Oh, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Dann hättest du dir kein Geld leihen sollen. Ja, das ist nun mal so, ne? Du hast recht, das Doppelte ist viel zu viel. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie... Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren? Dich. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Oh. Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Ja, ja. Schön. Das wusste ich. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Doris. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Wunderbar, das hat doch sehr gut geklappt. Was machen wir als nächstes? Schulden eintreiben. Baba, kehre zu Markus zurück. Na gut. Oh, das war aber hier ein kleiner Bug. Ja, wo ist die denn hergekommen? Du, wo bist du? Das ist nicht Markus. Oh, das gibt's hier aber nicht. Muss ich jetzt doch wieder auf die Karte gucken, oder wie? Nein, nicht schnell speichern. So, ich muss mich erstmal wieder komplett an die Steuerung gewöhnen. Läuft ja noch nebenbei God of War 4. Ist schon ein alter Knochen, kann man sagen. Aber... wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Läuft auch auf meinem Kanal. So, in die Fußstapfen der Götter. Schulden eintreiben. Ich bin noch da. 7 Meter. Ah, da unten ist er doch. Hoppa. Hier bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kann, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Markus. Er bringt dich, den Krieger und dieses ortsnäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Das ist unmöglich. Wir können es versuchen. Wir holen uns die Drachmen. Vollidiot. Normalerweise müsste ich ihn richtig ins offene Messer laufen lassen. Aber er hat uns das Leben gerettet. Wir holen uns die Drache. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan.
Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zum Söldner mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles wegnehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm schützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Meinem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meinen Freund Alexios in die Einzelheiten eingeweiht. Er hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Er ist der stille, tödliche Typ. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Alexios, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Aber natürlich folge ich dir. Ey, warum so schnell? Also, dieser Mann. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir! Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Aha. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Macht er. Und... Patz! Okay. Alles klar.
Also dieser Marcos scheint ein ziemlich verplanter Typ zu sein. Stufenaufstieg 2. Alles klar, Fähigkeitenmenü, was geht ab? Fähigkeiten. Höhere Stufen erreicht, verdiene EP, um Stufen aufzusteigen und einen Fähigkeitspunkt zu erhalten, den du für Fähigkeiten ausgeben kannst. Neue Fähigkeiten werden nach und nach freigeschaltet und können später sogar noch verbessert werden. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, Krieger, ich hab Bock auf Krieger. Obwohl, Attentäter ist eigentlich auch geil, ne? Erfordert Stufe 23. Noch. Da sind wir ja noch ein bisschen von weg. Attentat. Das habe ich. Also kann ich jetzt hier nichts wirklich machen oder wie läuft das jetzt hier ab? Ach, Leute. Unten fängt's an. Alter, bin ich ein verkackter Pissnoob, ey. So, Spartiatentritt. Bam! Okay. Überrennen. Boom. Überrennen ist gut. Okay, was haben wir hier? Attentat. Schattenattentate. Batz. Der Schaden durch Attentate und Niederschläge wird erhöht. Gegner werden nach dem Attentat automatisch. Okay. Beschwöre Athenas Weitsicht. Oh, ja, nee. Das Attentat ist schon ganz geil. Bündel deine inneren Kräfte, um einen mächtigen Angriff zu entfesseln, der vom verwendeten Waffentyp abhängt. Stößt Gegner zurück und durchbricht ihre Deckung. Auch gut. Ich nehme aber das hier. Das gefällt mir ganz gut, glaube ich. Adrenalin. Viele Fähigkeiten werden durch Adrenalin angetrieben, das sich selbst aufbaut. Wenn du Treffer landest, erfolgreich ausweichst, gegnerische Angriffe parierst oder andere Aktionen ausführst. Wenn eine Fähigkeit eingesetzt wird, wird ein Adrenalinsegment verbraucht und muss wieder neu gefüllt werden. Hat er verstanden? Fähigkeiten zuweisen. Wähle aus, wo diese Fähigkeit zugewiesen wird. Drücke. Ist klar. So. Kann ich noch was auswählen eigentlich? Ne. Gut. Haben wir gelernt. Wunderbar. Ja, dieser Marcos ist ein ganz schön verplanter Typ. Er hat uns mit aufgezogen. Das heißt, wir sind ihm treu verpflichtet. Wir können jetzt nochmal auf die Karte kurz gucken. Bam, bam, bam. In die Fußstapfen der Götter. Da gehen wir als nächstes hin. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Es sieht gut aus. Aber sieht's besser aus als Origin? Also es soll ja auch auf jeden Fall größer sein als Origin. Ich bin gespannt. Ich würde jetzt aber sagen, hier machen wir Part 2 zu Ende. Ich habe vor, dass meine Parts immer so 20 Minuten gehen, vielleicht maximal 25 Minuten. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich Videos auf YouTube angucken und die gehen über 40 Minuten und bla hinterher. Deswegen würde ich erstmal einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr Bock habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bam.